nett, dass ihr zuschaut. Total und recht herzlich willkommen beim Filmclub. Beim richtigen Filmclub, Star Wars Filmclub, wo man natürlich auch wieder Werbung machen muss für den Pascal im Rhein-Ruhr-Zentrum. Leckeres Essen. Ja, in einem Film muss auch Werbung, sonst läuft ja nichts. So, jetzt machen wir mal Werbung hier, Entschuldigung, für den Pascal. Ne? Nudelpoint, Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 im Center, wo auch Cinemax ist. Cinemax, mein Lieblingskino. Und da sind wir also auch schon beim Kern der Sache. Früher war CineStar, davor die Einzelkinos. So, 1977, sagen wir, ich bin ein Kind der 50, 60er Jahre. Und dieses Video ist jetzt für die an sich gedacht, die 50, 60 so rum geboren und durch Zufall in diesen Film. Und dann die gesamte Filmszenerie damals, wie Caprica und so weiter und so fort, also Krieg der Sterne hieß es. Und das andere, was danach kam, gesehen hat. Und die aus der Welt von Captain Kirk stammen, die ab 66 so auf uns und Orion und das alles. Also diese Gemeinde ist jetzt im ersten Moment angesprochen, danach kommt die nächste und dann diese New Generation. Also wir, die Alten, können es nicht verstehen, dass jetzt hier so ein Hass ausgebrochen ist über Star Wars. Star Wars New. Also da muss man ja, also ne, wir bleiben jetzt erstmal bei Star Wars alt. 70er Jahre, wie alles angefangen und wir das dann um uns so und in einem sogenannten Dialog freundschaftlich getroffen. Da hat keiner gehasst oder so. Da ist klar, ein Hasser war dann nicht in der Runde. Ja, das waren alles Begeisterte, die da über Star Wars und wie gesagt, die sich dann auch bemüht haben, irgendwie was beizutragen. Und jetzt mache ich einen Zeitsprung, 1999 auch. Wie plötzlich der Rücksprung kam in 1. Wer war denn überhaupt Darth Vader? Wie kam es denn überhaupt dazu? So, wie dann 1999 dann Anakin und das Ganze gekommen, wurde natürlich direkt gefragt, hör mal, geht das mit den Klonkriegern weiter und so. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein. Wo noch Dialog, Monolog, Prolog, wo man sich hingesetzt, nebeneinander, miteinander, im damaligen Jugendzimmer. In meinem Zimmer war es leider nicht, war kein Jugendlicher mehr. Also in der Wohnung sich getroffen und später im Haus, im Garten etc. Im eigenen Kino und so weiter. Das ist eine andere Generation. Also meine eine ist eine andere Generation. Ich gehe jetzt weit in die Vergangenheit zurück, wo ich nochmal Kind war. Wo wir auch schon mit sowas hier gehandhabt haben, mit Super 8, Normal 8, 16 mm haben wir das Ganze hier gedreht, gemacht und getan. Vielleicht zeige ich auch irgendwann mal so Eindrücke hier. Ich warte nämlich auf die Maschinerie, weil viele Kunden gefragt haben immer, ja, wir machen ja auch Überspielungen, Aufzeichnungen und wir gehen jetzt auch in die Überspielung von Super 8, Normal 8, 16 mm und machen daraus DVDs, Blu-Rays, Festplatten und so weiter und so fort für unsere Kunden, die auch Filme machen. Normalbürger sind also aus allen Sparten. So, jetzt bleiben wir aber nochmal bei Star Wars. Ich muss einfach nochmal ausholen bei Star Wars. Ich weiß nicht, was los ist mit euch. Ich mache auch nochmal fette Werbung hier. Ja, doch, muss sein. Fette Werbung für den Pascal, für sein Nudelland. Ich mache heute mal so richtig. Ich habe einfach richtig Lust. Ich möchte einfach mal gegen die ganzen Hass-Triaden. Ich möchte gegen die Hasser vorgehen. Ich mag das Hass nicht. Seid mir nicht böse. Disney war noch nie mein Fall. Ich mochte also Disney so nicht, also ich habe mich für Disney nicht interessiert, für Mickey Mouse und Daisy Duck und wie die alle geheißen haben, keine Ahnung, Trick, Track und Trocki, Bayer, aber keine Ahnung. Also ich habe ungern sowas gesehen, muss ich einfach gestehen, habe natürlich viele Leute kennengelernt, die Walt Disney gesammelt haben und wirklich alle Walt Disney Filme haben und ich habe mir das auch angehört, wie das so funktioniert bei Disney, die nehmen gewisse Filme raus und kommen dann mit neuen. Nach 7 Jahren oder so kommt das irgendwie neu, Bambi zum Beispiel. Und wie komme ich da drauf? Weil Walt Disney jetzt Star Wars ist. So, und man kann also nicht sagen, Disney ist, nein, vertut euch nicht. Lucas ist Lucas und Lucasfilm bleibt Lucasfilm. Es steht auch Lucasfilm am Anfang. Es ist Lucas und Lucas Kennedy, Kathleen Kennedy hat den Auftrag, Walt Disney / zu füttern, also zu sagen, hey Leute, seid ihr interessiert, gebt ihr Geld, wir haben da eine Idee. So, und die Idee ist jetzt New Star Wars. Jetzt springe ich wirklich in die 14, 24-Jährigen, die jetzt anfangen zu hassen, weil sie irgendwie nicht klarkommen mit Star Wars. Star Wars Philosophie mag ja alles sein. Star Wars Universe ist auch okay.
so als Händler, als Involvierter, der dafür gearbeitet hat, also für Lucas, George Lucas, und Lucas LTD und Lucas Film und Lucas Art und all solche Sachen, also für die Firma selbst gearbeitet hat, hier in Deutschland die Promotion anzuheizen. Ich kann einfach nur aus meiner beruflichen Sicht sagen, das gab es alles gar nicht. Ist eine riesen Seifenblase. Also Star Wars, auch die Figuren, also die wurden uns nicht aus den Händen gerissen oder so. Ja. Die Filme wurden gesehen und es gab vereinzelte Menschen, die halt Figuren gesammelt haben. So, 1999, wie dann die Jugend kam, wie das alles nochmal angeheizt wurde, wo auch eine große PR stattgefunden und wir alle so richtig Gas gegeben haben, um Star Wars wieder neu zu erleben oder neu anzufachen und so weiter. Wir konnten ja auch nicht ahnen, dass da irgendwelche Figuren, also ich habe da die Wombles da, ne, ihr wisst schon, die waren nicht so mein Fall, das Rumgegurke da, ne? Das war ja schon fast Disney, obwohl es Lucas war, ja. Und wie dann der Hass auf die Jar Jars kam, keine Ahnung, soll mir auch egal sein. Ich mag Star Wars, ich werde hier mit Star Wars verteidigen, ich werde zu einem sogenannten Rebel. Ich bleibe weiterhin Captain Rex, ich ziehe das gnadenlos durch und sollte ich mal die Kluft bekommen, werde ich es auch anziehen, weil Captain Rex passt zu mir, wie gesagt, vom Aussehen her. Bin auch ein Old Guard und Soldat und ich gehorche und ich sehe das alles etwas locker. Ich sehe es richtig locker, Star Wars ist für mich locker, ich darf Star Wars hier leider nicht so dermaßen hochfahren, wie ich es hätte gern gewollt, weil die Lizenzrechte sind doch viel zu hoch, um jetzt hier einen ganzen Raum als Star Wars herzurichten. Da bedarf es regelrechte Schreib- und Lizenzrechte und so weiter und so fort und das ist ein bisschen heftig, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Als Händler bleibt es, wie gesagt, die Kostüme bleiben, es werden sicherlich noch mehr Kostüme werden. Hin und wieder werden die auch ausgestellt und es wird auch sicherlich ein Raum gestaltet werden, wo die irgendwie drin, wo rein, weg nur Star Wars ist, wo nur Star Wars Fans dann rein können. Wenn die was Besonderes suchen, kann man behilflich sein, dass sie das bekommen. Es ist richtig, die Preise bei Star Wars sind explodiert und das macht auch keinen Spaß, wenn Leute reinkommen und Star Wars einen verkaufen wollen, ja, oder fragen, wie viel hat Star Wars wert. Also Star Wars ist an sich ein Märchen, Unterhaltung und sollte an sich zur Gemeinschaft dienen und nicht zum Verkauf, Ankauf, Verkauf und Statistiken. Warum ich heute dieses Video hochgefahren und dieses Video gemacht ist, weil doch fast 60% Hasser unterwegs sind. 60% die hassen, 57 davon haben schon die rote Tomate geworfen. Das kann es ja alles nicht sein. Ich weiß nicht, was los ist mit den Amerikanern oder mit der Jugend von heute. Der eine ist links, der eine ist rechts. Ich weiß nicht, was das alles soll. Und ich habe heute die Nase voll. Richtig, das Wetter ist auch gruselig. Wir haben Weihnachten. Weihnachten hat an sich auch ein Flair. Weihnachten hat an sich auch einen Mythos. Weihnachten hat an sich auch, ja, und so. Aber irgendwie merke ich das alles gar nicht. Merke gar nicht diesen weihnachtlichen Hauch. Wenn ich hier um mich herum sehe ich kaum Weihnachten, wirklich kaum Weihnachten. Hier passiert halt nicht viel. Ja, ich habe auch leider keine Star Wars Fans kennengelernt, ja, hier um mich herum, die wirklich in Kluft kamen oder die Kluft anhatten, die wirklich Lust hatten, über Star Wars zu philosophieren, sich über Star Wars auszulassen, sich mit Star Wars einzulassen. Ja, das irritiert ein bisschen, weil das war alles mal anders. Das kann nicht nur an dieses Art von Disney liegen, es kann auch nicht an Art von E8 liegen, das kann alles nicht sein, das geht gar nicht, weil, also ich meine, ich habe mir alles angeschaut, 2, 3, 4 Stunden haben welche darüber diskutiert, haben da, was weiß ich, 180.000, sogar 2.500.000 oder sogar 2 Millionen Zuschauer, Klicks und was weiß ich nicht alles, und was da rumgesülzt wird. Ich meine, für die Jugendlichen sülze ich jetzt hier auch rum. Ist klar, weil die alten Leute ja eh nicht mehr mögen. Unseren Captain Rex hier schon mal gar nicht. Wie gesagt, in Episode 6 verabschiede ich mich auch bei den Rebels als Captain Rex. Das ist eben so. Ja, das heißt also, dass über Weihnachten, Neujahr die Rebels ohne gewisse Strukturen da auskommen müssen. Und dann auch zu Ende gehen, also die Rebels gehen zu Ende in Staffel 4, kommt irgendwie was Reales. Ich freue mich auf 2020, wo alles real werden soll. Ja, 2019 geht es richtig los. Kann ja sein, dass sich
jetzt alle jetzt echauffieren über E8, was einfach Bombe war. War ein super Film, 1A Qualität. Ich wäre sofort zu Johnson oder auch zu Disney, Can I Work For You? Also ich hätte schon wieder Lust, da fett einzusteigen, fett zu arbeiten, fett, aber wirklich, das macht so viel Spaß. Ich bin kein Fan, ich arbeite, mir macht die Arbeit Spaß und wenn man Backstage, vor allen Dingen Backstage, wenn man dann sieht, wie die arbeiten, wie das Ganze ist, ein ganz anderer Flair, ja, man sieht ja gar nichts, ja, man sieht nur Hölzer, man sieht Gegenstände und hinterher durch das Bearbeiten, das ist es plötzlich futuristisch, kommt ganz anders rüber. Und wenn man dann den Film sieht, ja, E8 hat über 3 Stunden gedauert, den zu schneiden. Das ist auch schon für Profis, also echte Vollprofis, die wirklich an diesem Terminal sitzen. Das ist ja ein Spezialgerät, wo da geschnitten wird, wo die Bilder hin und her geschoben werden. Ist das schon eine Sache. Gut, so richtige Schnittfehler waren da nicht. Es waren halt keine Übergänge mehr, wie früher, dieses Seichte mit der Musik. Und dann, ne? Nein, das war Unterhaltung. Das war knallharte Unterhaltung von über 150 Minuten. Denn wir saßen, wie gesagt, wir schauten uns an, wie der Film ist schon zu Ende, das ist schon vorbei. So hat es uns gepackt. Kann sein, dass es an unserem Alter lag. Ja? Ich werde zu Weihnachten nochmal die Jugend fragen, zwischen 14 und 24, wie die das da gesehen haben. Und sollte ich welche vor die Kamera bekommen, werde ich auch Jugendliche hier vor die Kamera lassen, die dann über Star Wars philosophieren und sprechen können. So, ihr merkt, ich habe heute ein bisschen mehr Zeit. Gestern war bei dem anderen Clip, hatte ich halt sehr viel zu tun und habe trotzdem den Clip durchgezogen. Ich konnte erst abends so einen Monolog wie jetzt gerade flüssig, ohne Unterbrechung gestalten. Und trotzdem mache ich nochmal Werbung für den Pascal und seinen Nudelpoint, muss sein. Also ich bin jetzt auch schon so viele Jahre bei ihm, da hieß es noch Nudelland, da war er noch ein Fremdeischer, jetzt macht er es alleine. Ist ja unheimlich lecker, was er da kocht und macht, ist indisch, ist richtig, ist nicht deutsch, aber ist okay. So, habe ich auch ein bisschen Werbung gemacht und so weiter, heute zeige ich jetzt keine Figuren, ich lasse sie hier ein bisschen wieder laufen. Und ja, ich komme auch jetzt zum Ende. Ich glaube nicht, dass ich heute so viel philosophieren werde. Ich bin nur ein bisschen angepitcht hier durch Facebook. Das ist für mich ein Hassbuch. Das ist für mich kein Freundschaftsbuch. Oder Freunde sehe ich da keine. Ich sehe mehr Hass. Wie gesagt, wenn ich dann sowas sehe wie 57% sind oder 60% sind schon dagegen. 57% Petition, dass der gestrichen wird. Das ist kein Star Wars, weg damit. Also ist schon hart. Also es hat mich hart getroffen, weil der hat mich so bewegt und der Film hat mir so viel Spaß gemacht. Nicht nur mir, auch allen anderen, die um mich herum waren oder mit mir waren, dass man sich doch schon fragt, ja, da fragt man sich wirklich, hallo, was geht denn da? Ne? So, jetzt hier auf unserer eigenen Seite, hier Filmclub Star Wars, da ist alles noch einigermaßen human. Ich habe also auch Sachen gestellt, Pro und Contra. Jeder kann da sich einpflegen bei Pro und Contra, kann da also drüber sprechen. Wie gesagt, die beiden Älteren, Luke und Han Solo, sind weg. Leia geht auch, ist klar. So, und dann wird alles neu. 2019 bestimmt. Ab 2020 ganz bestimmt. So, und 2020, wenn eine ganz neue Geschichte entsteht, ein ganz neues Star Wars entsteht, da bin ich gespannt, was die Leute also da von sich geben werden. Das sind halt knappe 3 Jahre. Jetzt freue ich mich erstmal auf Weihnachten und hoffe, dass Weihnachten was Tolles bringt, dass man richtig Spaß hat Weihnachten. Mit den ganzen, ich werde sicherlich weiterhin Star Wars schauen und ich werde auch weiterhin Star Wars Figuren anbieten für alle Fans und ich freue mich wirklich, wenn ich weiß, dass Weihnachten viele Star Wars Sachen bekommen und wenn man dann weiß, diese leuchtenden Augen und man weiß, man hat den Kunden gut beraten, ich habe ja zugehört, viele sind hier einkaufen, Wesen. Also sie haben hier eingekauft, ohne überhaupt zu wissen, was Star Wars ist. Und
was Star Wars bringt oder was Star Wars sein könnte, weil sie wissen es gar nicht. Sie kennen jemanden, der Star Wars Fan ist, und dann wurde gefragt, was kann man einem Star Wars Fan geben? Da muss man erstmal fragen, in welchem Bereich er tätig, also in welchem Bereich er überhaupt, ist er ein älterer, ist er ein jüngerer, ein ganz junger und so weiter, wie stark ist er Fan, und dann hat man ihn halt so beraten, dass wirklich, ich habe das Echo schon gehört zu Nikolaus, also das war ja schon heftig, ja, und jetzt zu Weihnachten erst recht. Ja, ich hoffe, dass noch einige kommen werden, gestern hatte ich auch einen, der sich schon mal umgeschaut hat, weil ich versuche immer Sachen zu haben, die Toys R Us nicht hat, oder andere nicht haben. Ich versuche immer so Exponate zu haben, wie die Unikarte, die da an der Wand hängen, die dann demnächst ja auch komplett anders gestaltet werden, weil auch hier die Front anders gestaltet wird. Diese Front, die ihr jetzt nicht seht, ist schon anders gestaltet worden. Ja, dann schauen wir mal. Hier mehr Bilder hinhängen, mehr Flair, also mehr Star Wars Flair einbringen. Vielleicht lasse ich auch mal die Decke irgendwie machen, aber die ist verdammt hoch. Um da jetzt so eine Art Sternenhimmel einzubauen oder so, das kann man da nicht so. Also da brauche ich schon einen guten Künstler, und der auch schwindelfrei ist, der da über 3 Meter so hoch sind die Wände, da arbeiten könnte. So, das war's. Ich musste einfach mal über Star Wars philosophieren. Als Älterer, als euer Captain Rex, ja, Alt Captain, ja, als Cosplayer, der das auch mag, ja, der also auch Figuren ausstellt, selber trägt, vor laufender Kamera, also versucht jetzt hier diesen Filmclub euch schmackhaft zu machen. Filmclub. Ja? Es geht um Film. Film schauen, zusammenschauen und anschließend eine sogenannte Diskussion darüber führen. Ja. So. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr sehr gut Weihnachten feiert, sehr gut Silvester und dann ist Neujahr. Und dann freue ich mich, dass wir dann Han Solo sehen und dann über Han Solo sprechen. Da bin ich gespannt. Ich werde mich den Hassern so ein bisschen entfernen, weil diesen Hass mag ich nicht. Ich lebe nicht in der DDR 2.0, wo man nicht denken durfte, nicht handeln durfte und nichts sagen durfte. Tut mir leid, ich bin ein BRD-Bürger. Ich sage öffentlich, auch vor laufender Kamera, so nicht, so doch, so gar nicht. Ja, ich sage, meine Meinung ist nicht respektiv anderer Meinung. Ich habe meine eigene Meinung, das ist richtig. Aber als Filmemacher versuche ich mal global zu sein. Deswegen einmal für die 14-, 24-Jährigen und einmal für die etwas Älteren, die man nicht so einordnen kann. Also die 1977 14 bis 24 waren. Ja? Also beide Generationen, die also vor 40 Jahren 14 und 24 waren und die heute im Jahre 2017 zwischen 14 und 24 sind. Das ist eine Wahnsinns. Kluft, das sind 40 Jahre Erfahrung, 40 Jahre Film, 40 Jahre Philosophie, 40 Jahre Leben zwischen DDR und BRD und jetzt auf einmal nur noch Deutschland und all diesen merkwürdigen Politikern. Da könnte man das Ganze also auch schon in Star Wars reinschieben. Ja, also ist klar. Also ich akzeptiere die Sith, ja, die schwarze Gilde, und ich akzeptiere die helle Seite, die Jedis und halt die Normalbürger. Die sind für mich genauso willkommen wie halt Nobodies, die überhaupt keinen Plan haben. Also alle drei Generationen plus, minus, minus, plus und gar nichts. Keine Ahnung, was ist denn das? Ne? Was soll denn der Scheiß? Die gibt es nämlich auch. Ja, so. Und wenn man real sieht, ja, so richtig real, und wenn man real lebt, stellt man also auch fest, dass da gar nicht so ein Brockbuster ist, wie man sich es vorstellt. Es ist die größte Seifenblasenoper aller Zeiten. Und diese Seifenblasenoper hält sich seit 40 Jahren. Und ich bin so stolz drauf, es miterlebt zu haben, es miterleben zu dürfen. Und ich bin sehr stolz drauf, dass sich das verändert, anders wird und etwas entsteht, etwas Neues entsteht. Und ich bin kein Typ von gestern. Also ich mag auch Oldies, ich mag auch die Thin Lizzy von 1929, ich finde ein tolles Auto. Kann ich mir nur nicht leisten, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich mag auch einen Bugatti und ich mag auch einen Audi Quattro. Ja, also ich mag schon alles. Aber ich muss mich immer orientieren, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten und was ist jetzt hier und heute. Ihr seid jetzt hier bei mir im Daten-Highway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen, wo auch Werbung
wie gesagt, für den Pastel gemacht wird. Ne? Sein Nudelpoint muss auch mal sein. Und dann, wie gesagt, für die ganz anderen Sachen hier Star Wars. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ne? Ja. Und die Porks. Ne? Ja, die neuartigen Porks, die Eier legen und die wir dann so zu Weihnachten verspeisen. Ne? Ja. Ihr lieben Kinder, wir essen Porks. Ja, so süß, wie die auch sind. Wir futtern Porks. Ja, alles klar. So, ich hau mir jetzt einen Kaffee rein und hoffe, Weihnachten ist ja nicht mehr lang. Es geht jetzt ratzfatz und ich hoffe, dieser Clip hat euch auch wieder gefallen. Ich muss mir halt noch was ausdenken, dass das irgendwie noch, ja, das ist in die heutige Zeit auch rein. Ich bin jetzt auch in der alten Zeit. Also wie wir früher die Filme so gedreht haben, wie wir vor der Kamera gesprochen haben. Versucht es ein bisschen zu animieren, ein bisschen, dass ihr auch Spaß habt. Zuzuschauen ist nicht so einfach, weil die Generation ist ein bisschen Mischmasch. Ne? Mischmasch ist halt, ist so, ja. Ist also nicht mehr so strukturiert. Ja, wie gesagt, die Mehrheit sind Verrückte, Star Wars Verrückte, da tummeln sich 10.000, 20.000. Hier ist halt nur ein Filmclub, ja, ein gehobener Filmclub, der sich also gehoben über Filme unterhält, also Filme sich Gemeinschaft anschaut und am Ende dann diskutiert. Dabei philosophiert und dann auseinander geht, dann wieder zusammensetzt, wieder einen Film und so weiter und die Filme so nach und nach auseinander nimmt. So, ich werde natürlich einen Zeitsprung machen, das ist richtig, ich werde richtig zurückspringen, mal gucken, ob ich es jetzt schon kann. Ja, ich kann es noch. So, ja, der uralte Knaller hier, uralt, THX-Version, also ich habe die uralten, ja, so richtig uralt. Dann habe ich noch das Silber, habe ich jetzt nicht da, sehe ich gerade, die Goldene ist noch da. So, dann ist auch noch die Goldene da. Ne? So, alle Versionen hier bearbeitet und so weiter und so fort, gemastert. Ich meine, alles miterlebt, ja, den Ursprung von Star Wars, die Philosophie von Star Wars, dann wie gesagt auch die Wahrheit über Star Wars, die Wahrheit über Mark Hamill damals, wie er noch jung war. Und nicht so erfolgreich. Er hat zwar geschafft, das ist richtig, aber er war nicht so erfolgreich. Er war erst in so einem Spiel beim Amiga, hatte man ihn dann da. Er hat viel so Backstage und er hat sehr viel synchronisiert. So ein Wahnsinns-Schauspieler, so wie Harrison Ford, war er nicht geworden. Carrie Fisher war halt auch nicht so, sie war zwar zu sehen, aber nicht so gehypt, also Harrison Ford, der an sich nicht wollte. Harrison Ford war ein Typ, so wie ich, der da sitzt und zuhört und dann den hilft, ja, so eine Art Hilfskraft, ja, komm, mach, ja, beim Casting oder so. Und andere sagen, nee, er kann das am besten, mach er das. Ja, dann sitzt man plötzlich selber vor der Kamera, mach er das. Ja, ist so. Ne? So, meine lieben Freunde, es hat nicht wirklich, wirklich emotional getroffen, so viel Hasser unterwegs sind. Es hat mich sehr viel emotional getroffen, dass doch sehr viele auf meiner Seite sind. Und ja, ich bedanke mich für beide Seiten. Hass mag ich nicht. Das Gute mag ich schon. Das Gute endet leider immer nur bei sehr gut. Und die, die sich befriedigen, können das dann bis zur Unendlichkeit ausdehnen, diese Befriedigung, egal in welcher Richtung auch immer. Ja, meiner einer, wie gesagt, freut sich auf Han Solo. Ich freue mich tierisch auf die DVD, Blu-ray und so weiter und so fort. Nicht nur, weil ich sie verkaufen möchte, sondern weil ich sie auch sehen möchte, auch in meinem eigenen Kino. Wie gesagt, noch einmal Filmclub hier, kann man es sehen. Alle sitzen, nochmal gucken, drüber sprechen. Ich habe keinen Schnittfehler gesehen. Ich habe auch nichts anderes gesehen. Man hat also den Zenit scharf geschaltet, drumherum unscharf geschaltet. Also man musste schon gucken, was läuft da hinten, ne? Was läuft denn da ab? Ich habe mir auch die Porks angeguckt, wie die da irgendwie da gesessen. Ich habe mir auch das mit den Kühen angeguckt, die blaue Milch da produzieren. Jetzt weiß ich auch, wo die blaue Milch herkommt und so weiter. Ja, es gibt ja auch Leute, die sind farbenblind. Es gibt Leute, die können 3D nicht. All solche Sachen. Ich habe sie alle kennengelernt. Ich bin ja lang genug dabei. So, ich spreche jetzt mal eben 60 Jahre Lebenserfahrung im Filmbusiness aus und ich sage 40 Jahre Berufserfahrung im Filmbusiness, in, ne, das, was ich hier tagtäglich mache. Meine lieben Freunde, das Leben ist nicht süß oder so, ist auch nicht sauer.
Vor allen Dingen ist es kein Bonbon-Automat. Da kann man keine Bonbons rausholen und sagen, lecker. Nee, das Leben ist knallhart und merke ich. Aber Weihnachten, Weihnachten sollte sich jeder, ja, diesen Flair, dieses, ihr wisst schon, Weihnachten, dieses gewisse Etwas, versteht ihr? Und wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Zeit habt, wenn dieses Wort fällt, Stille Nacht, Heilige Nacht, wenn ihr dann mal alle Fenster aufmacht, auch in der Großstadt, dann ist plötzlich eine Stille. Und da habe ich mich immer gefragt, wo kommt die her? Wo kommt diese Stille her? Dies habe ich mich wirklich so oft gefragt. So, jetzt bin ich erstmal futsch hier. Ich hoffe, es wird heute noch was. Im Moment ist es ein bisschen ruhig hier. Für mich ein bisschen zu ruhig. Ich werde mich jetzt also nochmal in die Welt von Star Wars bewegen. Ganz in Ruhe. Werden wir auch vieles ausdenken. Werden wir auch ein schönes Schaufenster ausdenken für das Jahr 2018. Ja, schauen wir mal. Und mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich bin auf eine Art auch sehr, sehr traurig, weil ich diese ganze weihnachtliche Flair, der um mich herum ist, auch entfernen muss. Mich schaut da gerade so ein verdammt lustiger Weihnachtsmann an mit seinen 24 Türchen. Ja, und draußen sehe ich die Leute, wie sie vor dem Fenster stehen, hineinschauen. Ja, wie gesagt, ich muss da halt noch ein besseres Fenster zaubern. Ja. Und Star Wars muss ich halt so in die Ecke packen. Weil Star Wars wird ja mittlerweile mehr gehasst wie geliebt. Schade eigentlich. Egal, dann mache ich eben halt eine Star Wars Ecke, so irgendwo da hinten. Und die werde ich euch dann irgendwann vorstellen, die neue Star Wars Ecke. Vielleicht auch einen neuen Star Wars Raum. Muss ich mal schauen. Also, macht's gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hasst nicht mehr, sondern ihr kommt mal langsam runter. Und ich bin gespannt im Jahre 2018, wenn man dann über Star Wars philosophieren kann, weil dann ist es ja ein Monat gelaufen und dann wartet man auf die DVD, Blu-ray und 4K. Ja, und dann war's das. So. Ah, ich mache mir jetzt ein Kiffchen, mein Lieben. Ich konnte schon zum ersten Mal so richtig gemütlich hier so einen Videoclip machen über Star Wars und dann konnte ich den Pascal hier nochmal Werbung machen. Hier, ne? Pascal, Werbung. Und so weiter. Ich kann ja noch eine Werbung machen. Ne? Für Walt Disney. Ne? Für Walt Disney persönlich hier bei Rewe. Schmeiß weg, habe ich schon. Ja, für Walt Disneys Bücher 50 Jahre. Das lustige Taschenbuch wird 50 Jahre. Das lustige Taschenbuch wird 50 Jahre. Kostet 3,99 €. Da gibt es die Rewe-Edition. Ist auch irgendwie sammelbar. Kostet auch 3,99 €. Oder aber du kaufst über 30 € ein. Da kriegst du so ein Buch letzte Woche. Habe ich leider aber 60 € eingekauft, schon habe ich 4 Bücher. Also ich habe schon für reichlich gekauft, habe 4 Bücher bei Rewe, dann wisst ihr Bescheid. Das sind schon mal über 120 € für Bücher. Hammer, also die kriege ich dabei. Ich meine, war Lebensmittel, ist klar. 120 € Lebensmittel, also 4 Bücher. Und jetzt mittlerweile kannst du die Bücher auch einzeln kaufen für 3,99 €. Und ja, für die, die halt Comics sammeln, Comics lieben, wie gesagt, das Comicbuch ist auch jetzt 50 Jahre alt geworden. Star Wars ist 40 Jahre alt geworden. Ja. Wir erleben uns dann halt in 10 Jahren bei Star Wars. 50 Jahre Star Wars. Mal gucken, wie es dann abgegangen ist. Meine Güte, wenn ich bedenke, wie alt ich dann bin. Ich war auch mal 14, 15. Scheiße, aber tschüss.
You got a name? Ray. Ray. I've been thinking about bringing on some more crew, Ray. A second mate, someone to help out, someone that can keep up with Chewie and me. Appreciates the Falcon. Are you offering me a job? Wouldn't be nice to you. Doesn't pay much. You're offering me a job. Make it happen, but we can't start sliding. Come on, and do what you gotta do to fight on. And so no matter what comes your way, nothing can ruin your day or even wipe your smile away. By the time I'm up and out of my bed, I got 100 new ideas floating around in my head. With the hope for tomorrow, a dream that I can see. I'm all the awesome things the great people we can be. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world, but the simple message that I will bring. All I know is that it's after there's more to discover. A lot of good things we can learn from one another. Gotta celebrate, laugh again. Quiet, girl. What was that? I shouldn't have gone in there. Everything's working out just right. And while the world is spinning, it's a brand new beginning. I'm finally winning. Hey, so take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul, and now you got me singing. I never really had to push myself that hard. And stamina-wise, you're like, oh my God. It's like a psychological thing of knowing that you can do it more and more and more. Daisy is training for a moment where she is on the island and she has a moment to herself and she's practicing with the staff. And then she realizes, well, am I wasting my time practicing with the staff? I have Luke Skywalker's lightsaber in my satchel. Set. Awake, and I need help.